Meinerseits wünsche ich euch auch einen gesegneten Sonntag. Und wir fahren heute fort mit dem Brief, den wir uns in dieser Reihe anschauen, den Jakobusbrief. Und wir möchten uns anschauen, was Gott uns dadurch durch diesen Brief zu sagen hat. Und ihr seht hier vorne schon mein Predigtthema, Anfechtung, wie du damit umgehen sollst und was es über dich aussagt. Was ist mit Anfechtung gemeint? Anfechtung können Leid sein, Anfechtung kann Kummer sein, es können Lebenskrisen sein. Anfechtungen können schwere und dauerhafte Krankheiten sein. Und wir wissen, dass auch unter uns es einige gibt, die Krankheiten haben, die dauerhaft sind, die nicht weggehen. Und die bleiben werden, wahrscheinlich bis zum Tod. Anfechtungen können aber auch unerfüllte Sehnsüchte sein. Ein junger Mann zum Beispiel oder eine junge Frau möchte heiraten, aber sie findet keinen passenden Partner. Und so haben wir Vorstellungen und Sehnsüchte und Wünsche und sie bleiben unerfüllt. Das können Anfechtungen sein. Oder ein englisches Sprichwort sagt, werde das nicht ganz übersetzen können, ein englisches Sprichwort sagt, erst kommt der Freundschaftsring, dann kommt der Verlobungsring, dann kommt der Ehering und dann kommt Suffering. Suffering bedeutet Leiden. Leiden. Man startet in dieses großartige Geschenk Gottes, in die Ehe, und sie entpuppt sich als Ort der Leiden. Das sind ernsthafte Anfechtungen, die uns begegnen. Anfechtungen sind etwas, was ihnen das Wohlergehen und den Frieden, dem Wohlbefinden in die Quere kommt und die Freude raubt. Verfolgung und Ausgrenzung und Verachtung können ebenso Anfechtungen sein. Anfechtungen können aber auch Verlockungen und Verführungen zur Sünde oder zum Bösen sein. Und wir wissen ja, wir sollen beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns. Und er bewahrt vor vielen Versuchungen, von denen wir noch nicht mal wissen, dass er uns bewahrt. Aber aus eigener Erfahrung wissen wir, er führt uns auch in welche hinein. Er ist es, der die Hand darüber hält. Das merken wir schon in dem Gebet, nicht wahr? Führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, wenn Versuchungen kommen, wer war es dann? Aber das werden wir später auch noch sehen. Wir erfahren aber Versuchungen oder Anfechtungen an unserem eigenen Leib. Das können wir aus eigener Erfahrung sagen. Aber wie sollten wir damit umgehen? Und Jakobus gibt uns eine Antwort darauf, und zwar eine sehr schöne Antwort. Ich habe das mal gelesen. Man sagt, der Jakobusbrief, der hat keine großartige Theologie oder keine großartige Lehre über Gott oder keine großartige Lehre für uns Menschen. Und das stimmt nicht. Jakobus ist so praktisch. Wie sollen wir mit den schweren Phasen unseres Lebens umgehen? Und ich möchte euch hier meine Gliederung zeigen und ich glaube, Jakobus bringt diese Punkte unter anderem. Punkt 1 ist, Anfechtungen kommen, sei bereit. Punkt 2, Anfechtungen kommen, bewerte sie richtig. Oder bewerte es richtig. Anfechtungen kommen, wisse und bedenke etwas. Anfechtungen kommen, sei standhaft. Aber Anfechtungen gehen auch und hinterlassen Reife. Also Jakobus will uns zeigen, wie wir mit diesen schwierigen Phasen in unserem Leben umgehen sollen. Aber er will noch mehr. Er will noch mehr und das sehen wir hier in diesem gesamten Abschnitt. Jakobus möchte nämlich aufzeigen, wie aussagekräftig Anfechtungen und schwere Phasen in deinem Leben sind. Sie sind extremst aussagekräftig. Denn wie kaum etwas anderes zeigen Nöte und Leid, wie es wirklich um dein Glauben bestellt ist. Mit anderen Worten, Schwierigkeiten und Leid offenbaren extrem gut, ob du Gott liebst, ob du ihm glaubst, ob du an ihn glaubst.
Leiden Offenbarens. Wir kennen das schon aus der Ehe, nicht wahr? Wenn ein junger Partner schön und jung und gesund ist und es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann ist es leicht zu leben. Aber was ist, wenn Krankheit die Idylle unterbricht oder stört? Was ist, wenn ein Unfall den Partner entstellt? Was ist, wenn der Partner auf einmal ein Pflegefall wird durch eine schwere Krankheit? Dann beweist sich, ob du wirklich liebst. Jemand schrieb mal, und ich mag das, wenn die Decke des Glücks und des Erfolgs, der Gesundheit und der Sorglosigkeit weggezogen wird, dann kommt entweder die abscheuliche Fratze der Selbstliebe und des Unglaubens oder aber die Schönheit und Anmut wahrer Liebe und echten Glaubens zum Vorschein. Wenn die Decke des Glücks weggezogen wird. Ist dein Glaube echt? Ist deine Liebe echt? Ist deine Rettung wirklich in trockenen Tüchern? Oder machst du dir nur was vor? All das kommt an die Oberfläche oder wird an die Oberfläche gespült, wenn die Leiden des Lebens dir bis zum Hals stehen. Dann wird offenbar, was im Herzen ist. Anfechtungen und Leid sind Mittel Gottes, um das herauszufinden. Und unser heutiger Abschnitt erstreckt sich eigentlich von Jakobus 1, die Verse 2 bis 12. Aber heute schauen wir uns nur die Verse 2 bis 4 an. Ich möchte euch trotzdem den gesamten Abschnitt vorlesen und ich möchte eins vorweg sagen. Dieser Text war mir in der Vorbereitung und auch in dem, als ich es angefangen habe, auf mein Leben anzuwenden, ein großer Segen. Er ist Wegweisung für deinen Verstand. Er ist Rat für die Seele. Aber er ist auch Balsam für deine tiefen Wunden. Er ist Balsam für deine tiefen Wunden. So können wir das sehen. So möchte ich uns ermutigen, in diesen Text heranzutreten. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Ich lese doch von ganz Anfang, ich habe jetzt von Vers 2 gelesen. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gerne gibt und ohne Vorwürfe gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mensch mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich der Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist das Wort Gottes. Und wir möchten einsteigen mit dem ersten Punkt. Anfechtungen kommen, sei bereit. Hier ist der Vers dazu. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Und hier ist eine ganz einfache Beobachtung, die wir vielleicht ganz schnell übersehen. Anfechtungen bleiben Christen nicht erspart. Und wir sehen das auch in der Schrift. Wir finden keinen Gläubigen, der uns näher beschrieben wird, der nicht durch schweres Leid durchgegangen ist. Alle sind durch schweres Leid durchgegangen. Auch du wirst es. Früher oder später. Mehr oder weniger, aber du wirst. Ob es der König David ist, also der König David ist, oder der Zeltmacher Paulus. Alle wandern durch dieses tiefe Tal. Jakobus schreibt hier von mancherlei Anfechtung. Wir könnten auch sagen vielfältig oder verschiedenartig. Und dieses Wort
bedeutet bunt schillernd, bunt schillernd. Dieses Wort kommt vor in der LXX, in der Septuaginta, in der Übersetzung des griechischen Alten Testamentes, des Alten Testaments in Griechische. Und da wird das zum Beispiel angewandt auf den Mantel, den Josef hatte, den er von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Es war ein bunter Mantel. Und so sind auch die Anfechtungen in unserem Leben. Sie sind vielfältig, ganz verschiedenartig. Sie kommen in dein Leben so bunt wie ein Regenbogen. Sei bereit. Im sogenannten Yom Kippur-Krieg wurde Israel hart getroffen. Der war im 20. Jahrhundert, dieser Krieg. Syrische und ägyptische Truppen überschritten die Grenzen Israels und besetzten weite Teile des Landes. Wie kam es dazu? Es war ein Feiertag, Yom Kippur, daher kommt auch der Name des Krieges, Yom Kippur-Krieg. Und die Stellungen auf der Sinai-Halbinsel waren schwach besetzt. Und man hatte einige Geheimdienstwarnungen einfach ignoriert. Es passiert schon nichts. Und das war der entscheidende Fehler, meine Lieben. Man rechnete nicht mit der Gefahr und war nicht bereit. Und deshalb waren die Folgen so verheerend. Meine Lieben, die Folgen werden auch in unserem Leben verheerend sein, verheerend ausfallen, wenn wir uns nicht darauf einstellen, dass es kommt. Dass Anfechtungen kommen, erwarte sie. So kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt. Anfechtungen kommen, bewerte sie richtig. Anfechtungen kommen, bewerte sie richtig. Das ist so kriegsentscheidend. Ich weiß nicht, ob ihr das Musical kennt, Anna Tefka. Ja, Fiedler on the Roof oder der Fiedler auf dem Dach übersetzt, der Geigenspieler auf dem Dach. Es ist ein Jude, es ist eine Geschichte über eine jüdische Familie und die Hauptperson in dieser Geschichte ist ein Mann namens Tefje. Und dieser Tefje war ein Milchmann und man nannte ihn auch Tefje, der Milchmann von Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, kennen wir den Ausdruck, ne? Und in dieser Geschichte wird immer wieder beschrieben, wie dieser Bauer Tefje mit Gott redet. Und eines Tages wird sein Pferd arbeitsunfähig. Und er muss die Milch jetzt ohne Wagen alleine austragen. Und dann blickt er zum Himmel und sagt Folgendes. Ich weiß, du ärgerst mich gerne. Aber was hast du gegen mein Pferd? Ach Gott, das war nicht nett. Weißt du, manchmal glaube ich, wenn Dinge da oben zu ruhig sind, sitzt du da und überlegst dir, was für Streiche du deinem Tefje spielen kannst. Gott, du willst mich nur ärgern. Meine Lieben, leider reagieren wir doch oft so, oder? Gott, du willst mich ärgern mit diesen Dingen, die du in mein Leben kommen lässt. Du gönnst mir nicht das Gute. Ich ertappe mich immer wieder mit diesem Gedanken. Aber wenn wir objektiv drauf schauen, ist diese Rede extremst frech. Und sie übersieht die Liebe und die Hingabe und die Treue unseres himmlischen Vaters. Jakobus zeigt uns, wie wir stattdessen denken sollen, wenn Leid in unser Leben tritt, wenn Anfechtungen in unser Leben kommen, wenn Schwierigkeiten auf uns trifft. Er sagt uns, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Meine Lieben, dieser Satz, das ist kein Ratschlag. Dieser Satz ist ein ernster, liebevoller Imperativ oder Befehl. Es ist keine kalte, gefühllose Anordnung, sondern vielmehr ein einfühlsamer, seelsorgerlicher Aufruf. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Und im Griechischen ist der Satzbau etwas anders. Da heißt es nämlich, für lauter oder große oder reine Freude achtet es, wenn ihr in Anfechtung geratet. Dieser Ausdruck für lauter Freude steht am Anfang des Satzes und im Griechischen betont man damit. Der möchte es betonen.
Für ihn ist es eine herrliche Sache, wenn er in Schwierigkeiten gerät. Und er wird uns auch noch sagen, warum. Aber ähnliche Anweisungen finden wir auch an anderen Stellen in der Schrift und ihr kennt sie. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Wir wissen, wann Paulus das geschrieben hat. Er saß gerade im Gefängnis. Oder in der Bergpredigt heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und jetzt kommt's. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Immer wieder diese Anweisung, dass wir uns in schweren Zeiten freuen sollen. Das ist schwierig, oder? Meine Lieben, wisst ihr, was diese Anweisung nicht bedeutet? Wisst ihr, was diese Anweisung nicht bedeutet? Dass du jetzt alles ignorierend rumlaufen sollst, grinsend, egal wie schwer die Not ist, einfach nur immer grinsend sein sollst und sagen musst, ach, ist doch egal, Gott wird das schon machen. Das bedeutet es nicht. Und trotzdem könnte man hier den Eindruck gewinnen, als wenn es nicht richtig wäre, wenn wir in schweren Phasen auch mal traurig sind. Wir sollen uns doch freuen. Meine Lieben, aber das ist nicht so. Es ist okay. Es ist gut. Es ist völlig in Ordnung, wenn du auch mal traurig bist. Kennen wir das nicht von Jesus? Er weinte. Paulus trauerte und war am Boden zerstört. Und das schreibt er auch in seinem Brief. Die Psalmisten klagen und schütten ihr Herz aus vor Gott. Trauern ist nicht verkehrt. Und wir sollen sogar an einigen Stellen unseres Lebens trauern. Das lesen wir zum Beispiel in Römer, Kapitel 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Weinen ist also nicht verboten. Es ist sogar geboten. An einigen Stellen. Aber meine Lieben, Trauer kann auch sündig werden. Trauer kann auch sündig werden. Wann? Wenn du völlig darin versinkst und dich gehen lässt. Wenn du anfängst, Gott anzuklagen. Wenn du anfängst zu meckern. Wenn du dich dem Selbstmitleid auslieferst. Wenn Trauer in dir zu Verbitterung oder in Verbitterung übergeht, wenn Trauer in Wut umschlägt und ich anfange zurückzuschlagen, wenn Trauer mich davon abhält, das Richtige zu tun, dann kann Freudlosigkeit in Anfechtung zur Sünde werden. Und wie schütze ich mich davor? Wie schütze ich mich davor, in diesen Sumpf der Sorgen unterzugehen. Meine Lieben, der Schlüssel liegt in dem einen Ausdruck, den Jakobus gebraucht. Achtet es! Das war ein bisschen zu weit. Oh, und mir fehlt eine Bibelstelle. Ich zeige euch sie trotzdem. Hier, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Achtet es! Das ist der Schlüssel. In der ursprünglichen Bedeutung dieses Wortes achten heißt es, oder das Wort heißt eigentlich lenken oder führen. Und weil man seine Gedanken lenken oder führen kann zu einer bestimmten Sichtweise hin, bekam dieses Wort die Bedeutung von bewerten oder für etwas halten oder für erachten. Wenn ein Pferd störrisch ist, was macht man dann? Man greift ihn ganz eng an den Zügeln. Und dann lenkt man das Pferd dahin, wohin man es hinhaben möchte. Und dieses Wort beschreibt, und genau das sollen wir mit unseren Gedanken machen, wenn wir in Leid sind. Dann sollen wir sie packen und zu Wahrheiten hinlenken. Dieses Wort beschreibt eine aktive Handlung. Es beschreibt eine Willensentscheidung. Es ist ein Aufruf, die Initiative zu ergreifen. Ja, Trauer ist nicht verkehrt.
Aber wir sind aufgerufen, unsere Gedanken durch den Nebel des Leids hindurch zu lenken, dass diese schweren Phasen am Ende Freude und Segen in dein Leben bringen werden. Also, ich habe jetzt Trauer, ich leide jetzt. Und das ist in Ordnung. Aber ich lenke meine Gedanken immer wieder dahin. Es bringt mir Segen. Wir dürfen unsere Gedanken nicht in diesem pessimistischen, negativen Sumpf lassen. Wir müssen sie da immer wieder rausziehen. Meine Lieben, wir finden eine Flut von Beispielen dafür in den Psalmen. Und einen davon möchte ich euch vorstellen, wie die Psalmisten das gemacht haben, im Leid, wie sie damit umgegangen sind, vor allem mit ihrer Gedankenwelt. Und zwar mit den Psalmen eigentlich 32 und 42 und 43. Und ich bin davon überzeugt, dass diese beiden Psalmen ein einziges Lied sind. Und in den Strophen des Liedes beschreibt der Autor immer wieder, dass er schwer zu leiden hat. Er wird hart angegriffen. Er sagt zum Beispiel in Psalm 42,4: Meine Tränen sind meine Speise Tag bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und in der nächsten Strophe sagt er, ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen? Weil mich meine Feinde bedrängen. Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Meine Lieben, dieser Mann leidete wirklich. Aber dann kommt es immer wieder zum Refrain. Und der Refrain kommt dreimal vor. Und der Refrain hat immer den gleichen Wortlaut. Und der heißt so. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichtes und mein Gott. Was macht er? Was macht er? Achtet es oder bewertet es für lauter Freude, ist nichts anderes, als zu seiner eigenen Seele zu sprechen und sich zu sagen, am Ende wird es gut. Am Ende wird Gottes Gesamtwerk für mich nur noch Raum zum Danken bringen. Es wird mich immer wieder dazu führen, dass ich Gott danken kann, wenn ich das Gesamtwerk Gottes am Schluss betrachte. Also, was sollen wir tun? Wir sollen es für Freude erachten, das heißt, unsere Gedanken dazu lenken, dass es Freude ist. Aber noch eins möchte ich hier sagen, und das sehen wir hier wieder an dieser Stelle in Jakobus, da heißt es, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Meine Lieben, wisst ihr, was dieser Satz nicht sagt? Freue dich über die Anfechtung. Merkt ihr den Unterschied? Seht ihr das? Da heißt es nicht, meine lieben Brüder, freut euch über die Anfechtung. Das steht da nicht. Sondern wenn ihr in sie hineingeratet, dann freut euch. Das ist ein Unterschied. Wir sollen uns nicht über die Versuchung freuen, sondern uns in Versuchung oder Anfechtung freuen. Du musst dich nicht über deine Schmerzen freuen. Du musst dich nicht über den steinschlagenden Ehemann freuen. Du musst dich nicht freuen, wenn du verfolgt wirst oder über die Verfolgung selber. Jakobus spricht hier nicht von einem Masochismus, das heißt über Freude, über Schmerz. Jemand sagte mal treffend, wenn ich mich über diese Dinge freuen würde, dann würde ich mich ja über die Machenschaften Satans freuen. Wir müssen uns nicht über die Anfechtungen selber freuen, über das Leiden selber freuen, sondern über die Ziele, die Gott damit verfolgt. Das soll die Quelle unserer Freude sein. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Anfechtungen kommen, wisse oder bedenke. Das ist die Stelle, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst oder
wissend, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Wenn Anfechtungen in unser Leben kommen, dann sollen wir Sachen wissen. Es muss Überzeugungen in unserem Leben da sein, die uns permanent vor Augen stehen. Es müssen oder es reicht nicht, dass wir Glaubensüberzeugung in ein Glaubensbekenntnis hineingeschrieben haben. Sie müssen nicht in einem Glaubensbekenntnis sein, sie müssen unter unseren Füßen sein. Sie müssen unser Fundament sein. Gewisse Wahrheiten über Gott. Und in Daniel gibt es einen sehr interessanten Vers. Da heißt es, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Die Leute, die ihren Gott kennen, werden festbleiben. Meine Lieben, wir müssen Dinge über Gott kennen. Das wird uns Halt geben. Es muss ein Wissen sein, das uns tröstet und das uns beruhigt. Wart ihr schon mal im Safari-Park? Wenn man in den Safari-Park reinfährt, dann fährt man zunächst einmal durchs Löwengehege oder durch die Tiergehege, so muss man sagen. Und man kommt an Affen und an Giraffen und an Nashörnern und auch bei den Löwen vorbei. Und spätestens da weiß man, und mit diesem Wissen beruhigt man sich, ich bin im Auto, da bin ich sicher. Und zu den Kindern auf der Rückbank sagt man, zu diesen hibbeligen Kindern sagt man, lass das Fenster zu, nicht wahr? Aber dieses Wissen, dass ich im Auto sitze, beruhigt mich. So ein Wissen brauchst du im Alltag über Gott. Ein Wissen, das dir Ruhe bringt und das dich tröstet. Und was genau ist dieses Wissen? Was genau ist dieses Wissen, das dich im Alltag tröstet, wenn Anfechtungen in dein Leben kommen? Jakobus zeigt uns das. Wissend, dass die Bewährung, wir könnten auch sagen Prüfung oder Test eures Glaubens, standhaftes Ausharren bewirkt. Die Bewährung oder die Prüfung oder der Test eures Glaubens führt zu etwas, und zwar zu Ausharren oder standhaftem Ausharren. Meine Lieben, was wir als allererstes hier feststellen müssen, und das sehen wir vielleicht nicht auf den allerersten Blick, ist aber, dass hier Gott am Werk ist. Gott ist nicht weit weg, wenn du leidest. Gott schaut auch nicht weg und Gott ist auch nicht weg. Er ist mittendrin, wenn du leidest. Er ist nicht jemand, der sich das Konzert der Weltgeschichte einfach nur anschaut. Er ist der mit dem Taktstock. Er sagt, wo es lang geht. Und meine Lieben, es gibt kein Wesen auf der Welt, das seiner Symphonie auch nur einen falschen Ton reinbringen kann. Gott ist hier am Wirken. Und woher sehen wir das aus dieser Stelle? Woher wissen wir nicht, dass es Satan ist, der hier am Wirken ist? Ganz einfach. Satan, er prüft nicht deinen Glauben. Er testet nicht deinen Glauben, er möchte ihn vernichten. Gott aber prüft den Glauben. Gott prüft den Glauben, weil er uns liebt, weil er die Menschen liebt. Und das sehen wir zum Beispiel in 5. Mose 8,2, da heißt es, und du sollst den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen und dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Meine Lieben, Gott prüft nicht, um selber herauszufinden, was in deinem Herzen steckt. Das braucht er nicht. Gott ist allwissend. Er muss das nicht prüfen. Aber er tut es für dich. Weil wir Menschen uns so leicht selber was vormachen und uns anlügen, überprüft Gott uns. Und er beendet jeglichen Selbstbetrug und jegliche Selbsttäuschung, indem er Schwierigkeiten in dein Leben stellt. Meine Lieben, was soll das mit uns machen, diese Bewährung, dieser Test Gottes, diese Überprüfung unseres Glaubens? Es soll Standhaftigkeit bewirken und das will der Satan auch nicht. Hieran sehen wir wieder, dass es Gott ist, der am Wirken ist. Satan will nicht, dass du standhaft wirkst, Satan will, dass du fällst.
Gott aber will, dass du standhaft wirst. Gott will durch die Bewährung deines Glaubens standhaftes Ausharren bewirken. Wenn dein Glaube getestet wird, dann wird er stark. Meine Lieben, Gott möchte, dass jeder von uns durch Leiden oder mit dem Leiden uns in sein Fitnessstudio nehmen, sodass unsere geistlichen Muskeln aufgebaut werden und gestärkt werden. Das ist Gottes Ziel damit, dass wir standhaft werden. Oder man könnte es auch so sagen, wenn Schwierigkeiten auf dich einhämmern, wie eine tonnenschwere Rüttelplatte, dann sollst du eins wissen, Gott macht dich gerade fest. Gott macht dich fest durch seine Rüttelplatte, durch die Schwierigkeiten. Versteht mich nicht falsch. Viel Leid und viele Angriffe und viele Verführungen und Angriffe kommen von Satan oder von anderen Menschen. Sie wollen uns niedermachen, sie wollen uns quälen. Der Satan will unseren Glauben vernichten und so schickt er einen Angriff nach dem anderen. Oder Menschen, sie wollen uns quälen, sie wollen dich ärgern, sie wollen dich niedermachen und sie mögen dich nicht, weil du ein Gläubiger bist. Sie wollen dir Schaden zufügen. Und sie alle sind wie Bauarbeiter, die auf deine Baustelle kommen und sie wollen die Arbeiten an deiner Baustelle sabotieren. Sie möchten sie möglichst zum Stillstand bringen und am liebsten noch alles zerreißen, was schon aufgebaut ist. Und sie freuen sich, wenn du leidest. Dann reiben sie sich in die Hände und genießen ihren Erfolg. Und genauso stelle ich mir Satan vor, nachdem er Jesus ans Kreuz gebracht hatte. Jesus hängt da oder ist schon gestorben. Und der Satan denkt sich, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe ihn ans Kreuz gebracht. Jetzt gibt es keine Errettung mehr, weil der Erretter tot ist. Aber was muss er dann erkennen? Ups. Ich wollte Errettung unmöglich machen. Aber war Gottes Hand lange dazu, Errettung möglich zu machen? Ich habe mitgeholfen, dass Errettung möglich wurde. Ohne es zu wollen, hat er es gemacht. Und genau das werden alle Saboteure auf deiner Baustelle auch feststellen. Sie wollen dich quälen, sie wollen dich niedermachen. Aber am Ende müssen sie feststellen, oh, wir waren Gottes Handlanger, um diesen Menschen reich zu machen, diesen Menschen voranzubringen, um diesen Menschen zu segnen. Spurgeon war ein Mann, der durch tiefes Leid gegangen ist. Und er hat gesehen, welchen Segen Gott dafür für sein Leben vorbereitet hat. Und Spurgeon schreibt, ich fürchte, dass all die Gnade, die ich aus meinen bequemen und leichten Zeiten und glücklichen Stunden herausbekommen habe, fast auf einem Penny liegen könnte. Aber das Gute, das ich durch meine Sorgen, Schmerzen, Trauer erhalten habe, ist unberechenbar. Was verdanke ich nicht dem Tiegel und dem Ofen, dem Blasebalg, der die Kohlen aufgeblasen hat und der Hand, die mich in die Hitze gestoßen hat. Ich bezeuge, dass die schlimmsten Tage, die ich je hatte, sich als meine allerbesten herausgestellt haben. Ich kann ein persönliches Zeugnis ablegen, dass mein bestes Möbelstück, das ich je im Hause hatte, ein Kreuz war. Und ich meine kein materielles Kreuz, ich meine das Kreuz der Bedrängnis und der Schwierigkeiten. All das Gute, das ich empfangen habe, passt nicht auf einen Penny. Aber das großartige Gute, der große Segen kam durch schwere Stunden. Dieses Wissen soll uns laut Jakobus vor Augen stehen. Gott ist kein Zuschauer, Gott ist Dirigent, er plant. Noch eins sollen wir wissen. Wenn sich Sorgen und Probleme vor dir auftun wie ein riesiger Tsunami, der auf dich zugerast kommt. Und wenn er dann über dich hergegangen ist und wenn sich dann das Wasser verzogen hat und der Schaum, dann wirst du eins feststellen, es hat dir nicht geschadet, aber deinen Strand sauber gespült. Das werden Leiden mit unserem Leben machen.
so kommen wir zu dem Aufruf, den Jakobus als nächstes macht. Er sagt, Anfechtungen kommen, sei standhaft. Jakobus, der Vers 4, da heißt es, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und euch an nichts mangelt. Dieser erste Satz, der klingt vielleicht etwas kompliziert. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Es ist eigentlich ganz einfach und sagt, seid standhaft bis zum Schluss. Seid standhaft bis zum Schluss. Und er sagt uns auch, warum. Später. Dieses Wort, seid standhaft, oder das Wort ausharren, bedeutet wörtlich eigentlich darunter bleiben. Darunter bleiben. Wir sollen unter der Last, die Gott uns zugemutet und auferlegt hat, drunter bleiben. Wir sollen die Flinte nicht ins Korn werfen. Wir sollen nicht wegrennen, sondern wir sollen darunter bleiben. Meine Lieben, dazu möchte ich uns ermutigen. Ich weiß nicht, durch welche Leiden ihr gerade durchgeht. Lasst euch ermutigen, darunter zu bleiben. Treue und Zuversicht. Ich möchte euch ermutigen, dass wenn du das nächste Mal, das kann heute Nachmittag sein oder gleich nach dem Gottesdienst, wenn irgendetwas dich angreift, dass du folgendermaßen dieser Sache begegnest. Ich will nicht klagen. Ich will meine Gedanken dahin lenken, dass Gott gute Absichten damit hat. Gott hat gute Absichten damit. Ich möchte ihm treu sein und vor allem, ich möchte ihm jetzt vertrauen. Und dann wirst du merken, wenn du dann da durchgegangen bist, dass du stärker geworden bist fürs nächste Mal. Gottes Wort funktioniert, wirst du feststellen. Und du wirst motiviert sein für die nächste Prüfung. Und so kommst du in eine Aufwärtsspirale, die dich in deiner Beziehung zu Gott immer näher zu ihm bringt. Diese Aufwärtsspirale finden wir in Römer Kapitel 5, Vers 3, da heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und wenn Hoffnung da ist, dann beginnt alles wieder von vorne, weil du bist motivierter, wieder standhaft zu sein. Und dann bekommst du mehr Hoffnung und dann bist du wieder standhafter, wenn die nächste kommt. Also, wenn die nächste Versuchung kommt, sei standhaft und du wirst beim nächsten Mal feststellen, ich bin stärker geworden. Deswegen möchte ich dich motivieren. Sei standhaft. Es hat herrliche Folgen für dein Leben. Und so kommen wir zu dem nächsten Punkt. Oder zum letzten auch. Anfechtungen gehen und hinterlassen Reife. Warum sollen wir standhaft sein? Betrachtet nochmal genau diesen Vers in Jakobus 4. Warum sollen wir standhaft sein? Das ist nur ein Nebengedanke, aber ich finde den wichtig. Warum sollen wir standhaft sein? Damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Meine Lieben, früher habe ich öfters gehört, wir sollen standhaft sein, damit wir würdig sind, in den Himmel zu kommen. Wenn der Herr kommt, dann sollen wir bereit sein, damit er uns zu sich nimmt, wenn er kommt. Deswegen sollen wir ausharren, deswegen sollen wir standhaft sein. Meine Lieben, das sagt hier Jakobus nicht. Er sagt, wir sollen standhaft sein, damit wir vollständig sind, damit wir vollkommen sind, damit wir keinen Mangel haben. Was bedeutet das? Es bedeutet vor allem nicht sündlos zu sein. Vollkommen, das Wort, das wir hier sehen, oder vollständig, bedeutet nicht sündlos. Wenn wir dieses Wort in der Schrift untersuchen, bedeutet es, reif zu sein. Es bedeutet, ein geistlicher Mann zu sein, in die Mannesreife zu kommen. Es bedeutet auch, Unterscheidungsvermögen zu haben, um nicht mit allen Irrlehren mitzugehen. Vollkommen oder vollständig heißt auch, dass man echt ist in der Liebe. Dass man nicht arbeitet und dient, um von den Menschen gesehen zu werden, sondern um ihnen wirklich zu dienen und ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen.
Vollkommen und vollständig bedeutet auch, seine Gaben zu kennen oder zu erkennen und brauchbar zu sein für das Reich Gottes. All das bedeutet, vollkommen oder vollständig zu sein oder keinen Mangel zu haben. Wir könnten auch sagen, es bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Das bedeutet es, vollkommen zu sein oder vollständig zu sein. Und nichts weniger ist Gottes Ziel. Nichts weniger ist Gottes Ziel. Wir lesen das in der bekannten Stelle in Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Wofür? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hast du dir mal die Frage gestellt, welchen Plan Gott für dein Leben hat? Hier ist er. Er möchte dich in das Bild seines Lebenssohnes verwandeln. Du sollst so sein wie Jesus. Und eine Gruppe junger Christen, ihnen wurde mal eine folgende Frage gestellt von ihrem Pastor, der fragte, was gebraucht Gott, um dieses Ziel in deinem Leben zu vervollständigen? Was gebraucht er? Und die Antworten, was würdet ihr sagen? Sehr gut. Noch was? Danke. Noch was. Er gebraucht zum Beispiel das Wort Gottes. Wir lesen das in 2. Timotheus 3, 16. Der goldene Vers über das Wort. Ne? Johannes 3, Vers 16 kennen wir. 2. Timotheus 3, Vers 16 ist das über das Wort. Und da heißt es, dass Gott das Wort gebraucht, um uns vollkommen zu machen. Er gebraucht aber auch eine biblische Gemeinde. Er gebraucht auch biblische Ältestenschaft. Es waren aber nur Teile der Antwort. Die Wahrheit ist, oder die vollständige Wahrheit ist, Gott gebraucht alles. Gott gebraucht alles, um dich in das Bild seines lieben Sohnes zu verwandeln. Und das sehen wir ein Vers vorher. Da heißt es nämlich, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was dient zu deinem Besten? Alles. Und damit, wir müssen jetzt tief hineinschauen, was dieses griechische Wort bedeutet. Und wisst ihr, was es bedeutet? Alles. Das ist ziemlich leicht zu übersetzen. Wenn Anfechtungen in dein Leben kommen, dann möchte ich dich ermutigen, sei bereit. Bewerte es richtig. Dann wisse und bedenke, Gott ist am Wirken. Dann sei standhaft. Und wenn dann Anfechtungen wieder gehen, dann hinterlassen sie Reife in deinem Leben. Wenn es gerade richtig heftig ist in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, entwickle eine Perspektive, wie sie uns beschrieben wird im Psalm 23, in diesem so berühmten Psalm. Hier ist er. Ich hoffe, man kann ihn noch lesen. Dieser Mann, David, der ist durch Leid gegangen, oder? Das wissen wir. Sein Sohn hat gegen ihn revoltiert. Er hat Kinder verloren. Er ist wirklich durch schweres Leid gegangen. Aber er schreibt folgenden Psalm. Und diese Perspektive sollten auch wir in unserem Leben haben. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu frischen, zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todes, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und jetzt bitte nochmal die letzten Kraftreserven. Schaut euch mal an, wie es da weitergeht. Das habe ich euch unterstrichen. Ich hoffe, mein Laserpointer funktioniert. Nein. Was steht dort? Wie geht's weiter? Mein Becher fließt über. Und in seinem durch die tiefen Probleme, durch die er gegangen ist, schreibt er trotzdem, nur Güte und Gnade werden mich
werden mir folgen. Oder wir könnten auch sagen, werden mich verfolgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. In allem, was uns trifft, oder zu allem, was uns trifft, können wir sagen, weil Gott am Wirken ist, Güte und Gnade. Meine Lieben, diese Perspektive wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir das so bewerten. Gott möge uns helfen dabei. Amen. Lass uns aufstehen und beten.